Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Heute sind wir auf der Suche nach dem besten Platz in Deutschland zum Pokémon Go zocken. Gestern im Livestream hat einer gefragt: Hey Jong, weißt du, was der beste Ort zum Pokémon Go spielen ist? Und es war, Video blende ich hier ein, Oberhausen. Aber dort gibt es ja keine Stops mehr oder nur noch sehr wenige. Aber RIP Oberhausen. Dementsprechend hatte, Moment, ich habe es mir hier aufgeschrieben, der Kollege Stardust Bin eine Idee. Und zwar so ein Aufruf an alle Zuschauer, dass sie mir ihren besten Standort zum Pokémon Go zocken schicken sollen. Ein Screenshot von eurem Lieblingsort, wo ihr immer zockt. Und alle Einsendungen schaue ich mir dann an und mache ein Video draus mit den besten Orten in Deutschland zum Pokémon Go zocken. Fand ich eine coole Idee. Mal schauen, ich bin echt gespannt. Ich habe ja immer noch diese eine Deutschland-Tour vor. Da müssen wir auch alle Orte abchecken, wo es halt gut abgeht. Ihr wisst, Parsing hat 14, 15 Module, irgendwie sowas. Das ist unser Hotspot, der beste Ort in München. Ich bin gespannt, was ihr so zu bieten habt. Also ich hoffe zumindest, dass ich von jeder großen Stadt eine Einsendung bekomme. Wobei, muss ja nicht unbedingt eine große Stadt sein. Kann auch eine kleinere Stadt sein, wo dann zufällig die Stops so ausgerichtet sind, so nebeneinander, so aufeinander, dass es halt sehr effektiv zum Farmen ist. Ich stelle mir gerade vor, was eigentlich so das Perfekte wäre. Bei Parsing zum Beispiel ist ja eigentlich auf und ab, was eigentlich nicht effektiv ist. Weil du gehst hier, startest hier. Wenn du hier bist, sind die hier schon wieder aktiv, aber du musst ja erstmal hier wieder vorbei. Und die sind noch nicht aktiv zum Beispiel. So effektiv ist das gar nicht. Oder du gehst so langsam, du startest hier, dann gehst du hier rauf. Wenn du hier bist, sind die schon wieder aktiv, dann gehst du nochmal hier runter. Aber rein theoretisch könntest du auch nur so oder nur so gehen. Aber sagen wir mal, es gibt irgendwo einen Ort, der hat die Stops in einem Viereck. Und dann gehst du halt, startest hier, gleichst alle Stops hier ab. Und hier. Und dann, wenn du hier bist, ist die Runde genau wieder vorbei. Und die Stops lassen sich wieder drehen. Und du drehst so eine Runde. Ich bin gespannt auf eure Einsendungen. Ich hoffe, da machen viele mit. Und demnächst dann das Video mit den besten Orten zum Pokémon Go zocken in Deutschland. Wobei, Schweiz, Österreich, jeder, der Deutsch spricht, ihr könnt alle mitmachen. Ich freue mich auf eure Einsendungen. Das war's von mir, Leute. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.